Es wird von Woche zu Woche spannender, da der lang erwartete Rückblick auf God Valley im vollen Gange ist. Oda hat endlich die mächtigste Piratenbande in der Geschichte von One Piece enthüllt, als die Rocks-Piraten zum ersten Mal auf God Valley erscheinen. Zur gleichen Zeit wie Roger und sogar der Junge Garp. Obwohl er uns immer noch damit auf die Folter spannt, da er den Auftritt vom Kapitän Rocks die Seebeck zurückhält, ist es dennoch faszinierend, all diese verrückten Mitglieder seiner Crew zu sehen. Darunter auch einige, die wir nicht erwartet hätten. Deshalb bleibt unbedingt dran, denn es gibt einiges zu bereden. Wenn euch diese Videos gefallen und ihr möchtet, dass sie weiterhin erscheinen, dann lasst es mich wissen, indem ihr dieses Video liked und meiner Flotte beitretet, indem ihr diesen Kanal abonniert. Wir sind schon fast bei 5000 und ich bin jedem Einzelnen, der mich auf meinem Weg unterstützt, unendlich dankbar. Doch nun, ohne weitere Umschweife, lasst uns ins Video eintauchen. Im letzten Kapitel haben wir auf God Valley mit dem Treffen zwischen Kumar und Ivankov aufgehört. Kumar musste schreckliche Bedingungen ertragen. Sowohl er als auch seine liebenden Eltern wurden zu Sklaven, weil bekannt wurde, dass sein Vater das Blut der Buccaneer-Rasse in sich trägt. Eine Rasse, die auch die Geschichte von Nika weitergibt. Jemandem, der die Sklaven befreien und in die Freiheit der Meere führen wird. Doch diese idealistische Geschichte traf auf eine harte Realität. Zuerst starb Kumars Mutter und dann sein Vater, weil er Lärm machte, während er versuchte, seinen Sohn nach dem Tod seiner Mutter zu trösten. Es war ein plötzlicher und sehr grausamer Verlust, wahrscheinlich einer der verstörendsten Momente in der Geschichte von One Piece. Als ob wir nicht schon genug Gründe gehabt hätten, diese Weltaristokraten zu verachten. Naja, danach wurde Kumar nach God Valley gebracht, um eine Art Starsklave zu sein, aufgrund seiner seltenen Rasse. Doch dort traf er auf den jungen Ivankov und Ginny, die sich als Bonnies Mutter herausstellte, wie ich bereits im letzten Video stark vermutet hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Kumar am Ende, doch Ivankov hielt eine motivierende Rede über die Wahl des Lebens. Und jetzt setzen wir in diesem Kapitel fort, das dort anknüpft, aber noch viel verrückter wird. Das Kapitel trägt den Namen Kumachi, ein Spitzname für Kumar von Ginny. Und Zoro ist auf dem Titelbild dieses Kapitels zu sehen. Und diese Fananfrage ist schon verdammt witzig. Aber fahren wir fort. Das Turnier zur Jagd auf die Eingeborenen und Sklaven wird noch widerlicher, da sie buchstäblich Zielscheiben auf ihre Rücken setzen, was die Opfer nur weiter entmenschlicht. Sie werden eher wie Ausrüstung für einen Sport behandelt und als Kaninchen bezeichnet. Sie werden auch in 137 seltene Kaninchen und 13 super seltene Kaninchen unterteilt. Ich nehme mal an, als Star ist Kumar einer von diesen 13. Es ist auch bemerkenswert, wie viel größer Garling in diesem Rückblick erscheint. Wir sehen auch einige neue heilige Ritter, darunter einen jungen prinzähnlichen Mann, ein Mädchen mit verdeckten Augen durch ihren Hut, das offensichtlich bereit für die Jagd ist und sich die Lippen leckt, sowie einen Mann mit einer Gasmaske, was ziemlich beunruhigend wirkt. Kommen wir aber zu den aufregenderen Momenten. Erstens sehen wir Garp, der offensichtlich seinen Urlaub genießt. Die visuellen Effekte in diesem Kapitel sind wirklich beeindruckend. Es ist großartig, den jungen Garp auf einem Liegestuhl zu sehen, wie er Musik hört und genauso lächelt wie Ruffy. Dann wird er aber von Kong unterbrochen. Als er hörte, dass Roger möglicherweise in Bewegung ist, macht er sich sofort auf den Weg. Offensichtlich wollte Garp keine Gelegenheit verpassen. Dies gibt uns auch bessere Einblicke in Garps Rolle in all dem. Es scheint offensichtlich, dass er zu dieser Zeit nicht die Tenryubito bei diesem grausamen Turnier geschützt hat, das hier stattfindet. Möglicherweise hat er sich erst nach diesem Vorfall entschieden, keine Marionette dieser Tyrannen zu sein. Es ist aber auch interessant zu sehen, wie sehr Garp zu dieser Zeit Roger im Auge behalten hat. Die große Frage ist jedoch, was nach diesem Kampf geschehen wird. Es ist zwar klar, dass Rocks besiegt wurde, aber ich frage mich, ob das wirklich der Fall ist. Es wird aufregend sein, diesen viel diskutierten Moment zu sehen, in dem sie gemeinsam gegen Rocks kämpfen. Doch weiter im Kontext. Wir erfahren in diesem Kapitel, dass der Fluchtplan der drei jungen Kinder darin bestand, die Teufelsfrüchte zu stehlen, die von den Weltaristokraten als Belohnung für ihr perverses Turnier angeboten wurden. Ginny, die mit dieser Idee kam, stellt sich als Expertin im Stehlen und Verwenden der Dandan-Schnecken heraus. Sie ist auch diejenige, die vor zwei Wochen Informationen über die Ereignisse der Weltaristokraten an die Piraten weitergegeben hat. Das erklärt, warum Rocks und die Roger-Piraten nach God Valley gekommen sind. Es ist erstaunlich, wie viel Einfluss sie auf dieses historische Ereignis hatte. Obwohl sie erst 13 Jahre alt ist, hat dieses Kind das einflussreichste Ereignis in der modernen Geschichte der fiktiven Piratenwelt ausgelöst. Indem Ginny nämlich diese Informationen durchsickern ließ, stürzte sie theoretisch gesehen die Rocks-Piraten und rettete möglicherweise die Welt. Ach so, und sie schuf natürlich Garp als den Helden der Marine und leitete eine Serie von Ereignissen ein, die die vier Kaiser hervorbrachten. Respekt an dieser Stelle. Dann sehen wir eine süße Katze und ein gruseliges Drachenbild, um die Kräfte der Teufelsfrüchte zu illustrieren, was eine nette Note ist. Es wird nämlich erwähnt, dass zu den Preisen hier Kaidos und Kumars zukünftige Teufelsfrucht gehören. Offensichtlich gelingt es Kumar, zumindest eine davon zu erhalten. Wir sehen auch, dass Kumar einen Pfeil im Rücken stecken hat, aber er tut so, als wäre er überhaupt nicht da. Selbst in diesem jungen Alter hat er bereits viel durchgemacht, was seinem Charakter im Rückblick zusätzliche Tiefe verleiht. Nun zurück zu den Rocks-Piraten. Wir erinnern uns daran, dass Kaido seine legendäre Frucht auf God Valley mit Big Moms Hilfe erlangte. Wir werden also genau sehen, wie das ablief. So viele Legenden kreuzen sich gerade an diesem Ort zur gleichen Zeit, was für uns Fans wirklich ein Traum ist. Wir erblicken einen jüngeren Kaido, ebenso sehen wir eine junge Big Mom oder eine junge Stussy, um nur einige zu nennen. Interessanterweise ähnelt Stussy sehr ihrem Klon auf Egghead, wodurch die Idee, dass Weevil Whitebeards Sohn ist, nur noch wahrscheinlicher wird. Eine weitere große Enthüllung ist, dass Oma Neon, die ehemalige Kaiserin von Amazon Lily, ein Mitglied der Rocks-Piraten war. Das wirft einige interessante Fragen auf, da zuvor angenommen wurde, dass Shaggy ein ehemaliges Mitglied von Rocks sein könnte, was aufgrund ihrer Piratenvergangenheit und ihrer Verfolgung durch Garp Sinn ergab. Die generationale Reihenfolge der Kaiserin von Amazon Lily lautet Oma Neon, Shaggy und dann Boa Hancock, für die, die es nicht mehr wissen. Es ist faszinierend zu sehen, wie Big Mom, Oma Neon und sogar Stussy gealtert sind. Es amüsiert mich immer zu sehen, wie einige Charaktere im Laufe der Zeit schrumpfen und sehr runzlig werden. Dieses Kapitel legt nahe, dass es möglicherweise eine Verbindung zwischen Whitebeard und Stussy gibt, da sie auf seinen Schultern
Schultern sitzt. Es scheint darauf hinzudeuten, dass zwischen ihnen möglicherweise eine Romanze existiert haben könnte. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, denn eine der wenigen Dinge, die wir tatsächlich über Oma Neon wissen, ist, dass sie an einer Art Liebeskrankheit gelitten hat, ähnlich wie Boa Hancock bei Ruffy. Oma Neon überlebte ihren Liebeskummer, indem sie Amazon Lily verließ, ähnlich wie Boa Hancock. Dies wirft die Frage auf, wen Oma Neon geliebt hat, und es wäre nicht unvernünftig zu vermuten, dass Whitebeard ihr Herz gebrochen hat. Wir sehen auch einen jungen Shiki, aber die Rocks-Piraten hören hier nicht auf. Wir sehen viele alte Legenden zusammenkommen, darunter auch Captain John, dessen Leiche wir zuerst im Thriller-Bark gesehen haben. Abgesehen von der Verwesung sieht er wirklich nicht viel anders aus. Tatsächlich gründete Captain John seine eigene Crew auf God Valley und versteckte seinen eigenen Schatz, nachdem Buggy gesucht hat. Das Armband, das Buggy während seiner Zeit in Impel Down von Ruffy gegeben wurde, ist offenbar die Karte zu diesem Schatz. Aber jetzt werfen wir einen Blick auf die Roger-Piraten, wobei Roger selbst seinen ikonischen Strohhut trägt. Es ist erstaunlich, wie weit dieser Hut gereist ist und wie viele Abenteuer er bereits erlebt hat. Wir sehen eine erwachsene Version von Roger, die gewissermaßen an Ruffy erinnert. Der dunkle König Rayleigh und Scopper Gabban sind natürlich ebenfalls dabei und jeder ist im Kampfmodus. Das verspricht auf jeden Fall ein epischer Kampf gegen Rocks und seine Crew zu werden. Es ist einfach unglaublich. Wir sehen dann Prime Garb, wie er seine Ärmel auf charakteristische Weise hochkrempelt, seine Muskeln zeigt und sich in die Schlacht stürzt. Mitten in diesem turbulenten Geschehen ergattern Ivankov und Kumar rechtzeitig ihre jeweiligen Teufelsfrüchte. Allerdings kommt Big Mom und schnappt sich schnell Kaidos zukünftige Frucht, kurz bevor sie von Ivankov gegessen werden konnte. Bedenkt man, dass sie nur Augenblicke zu spät gewesen wäre, hätten wir höchstwahrscheinlich einen echten Drachen bei den Revolutionären. Wobei wir Monkey D. Dragons Kräfte ja immer noch nicht kennen, also mal sehen. Apropos Dragon, was denkt ihr, wo er sich zu der Zeit dieses Vorfalls befindet? Glaubt ihr, er ist bei den Marines oder selber noch ein Pirat? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Kumar schafft es dann, seine Teufelsfrucht rechtzeitig zu essen und es ist genau die richtige Fähigkeit, um diesen drei Kindern die Flucht zu ermöglichen. Bevor sie jedoch entkommen können, werden sie von Saturn konfrontiert, der erneut seine beeindruckenden Flammen und Autorität zur Schau stellt. Kumar äußert seine Gedanken darüber, warum jemand mit Macht geboren wird, während er selbst als Sklave geboren wurde. Er wäre bereit, jegliche Macht zu nutzen, um anderen helfen zu können, ähnlich wie Nika. Ein schöner Gedanke von dem jungen und idealistischen Kumar, der so viel durchmachen musste. Saturn hingegen, der von Grund auf böse zu sein scheint, erklärt, dass Leute wie Kumar ausgelöscht werden müssen. Diese Ideen von Nika und dem Helfen von Menschen stellen für sie eine Bedrohung ihrer unangefochtenen Herrschaft dar. Es scheint, als würden sie ihre absolute und ungeprüfte Macht aufrechterhalten wollen. Diese Perspektive der Weltregierung ist einfach von Grund auf böse zu sein. Dann erhalten wir endlich einen kleinen Einblick in das Gespräch zwischen Roger und Rocks. Roger versucht nämlich mit Rocks zu reden und sagt, hör auf Rocks. Rocks antwortet jedoch mit, komm nicht in die Quere, Roger. Es ist immer faszinierend, solche Charaktere miteinander sprechen zu sehen, als ob sie eine längere Geschichte miteinander hätten. Wir wissen jedoch nicht genau, was Roger speziell zu stoppen versucht, aber wir wissen, dass sie letztendlich kämpfen werden. Obwohl die Geschichten besagen, dass Roger und Garb am Ende zusammenarbeiten, bleibt es schwer vorstellbar, dass Rogers Hauptmotivation darin besteht, die Weltaristokraten vor Sebek zu beschützen. Wir sehen nicht den gesamten Vorfall auf God Valley, zumindest noch nicht. Stattdessen sehen wir, wie die verschiedenen Fraktionen hier eintreffen und wir springen zum Sorbet-Königreich, in das Kumar, Ivankov und Ginny fliehen. Kumar hat an diesem Tag außerdem über 500 Sklaven befreit. Wir erhalten Einblicke in ihr Leben im Sorbet-Königreich. Ivankov verlässt die Gruppe, aber Ginny bleibt zurück. Kumar arbeitet fleißig und trägt ein Lächeln im Gesicht, während er Holz hackt und es sogar zusammen mit Ginny auf seinem Rücken transportiert. Als einige Kinder ihn aufgrund seiner Größe anfangen zu mobben, zeigt Ginny ihnen, wo es lang geht. Diese Kinder könnten auch tatsächlich in Zukunft noch von Bedeutung sein, da sie bereits zuvor als Mitglieder von Bonnies Crew gezeigt wurden. Das erste Mal haben wir sie während ihres Aufenthalts auf Sabaody gesehen und zuletzt, als sie von den Blackbeard-Piraten besiegt wurden. Ich feiere einfach die Dynamik zwischen diesen Kindern, insbesondere wenn man bedenkt, wie viel größer er ist. Dennoch zeigt Kumar Mitgefühl und hilft sogar diesen Kindern, indem er ihren Schmerz mit Hilfe seiner Teufelsfrüchten zu lindern scheint. Obwohl Kumar und Ginny noch einige Herausforderungen meistern müssen, führen sie ein glückliches und idyllisches Leben, insbesondere an Betracht dessen, wie grausam diese Welt sein kann. Kumar und Ginny teilen ihre Mahlzeiten und freuen sich zusammen, wobei Kumar bemerkt, dass Ginny einen großen Appetit hat. Außerdem verwendet er dabei ein Wort, was definitiv auf eine Verbindung zu Bonnies Mutter hinweist. An dieser Stelle bin ich echt neugierig zu wissen, was mit ihr passiert ist. Diese Szene ist eine schöne Art, dieses Kapitel abzuschließen. Obwohl dieser Glücksmoment nicht von Dauer sein wird, ist es schön zu sehen, wie Kumar und Ginny eine kurze Zeit ihres Glücks genießen können, angesichts der harten Realität, die sie später in ihrem Leben erwartet. Eine weitere interessante Information ist die Erwähnung von Big News Morgan, der für die Berichterstattung über den Vorfall auf God Valley verantwortlich war. Wer weiß, vielleicht steckt er auch hinter dem Piratenkönig-Debakel. Es ist auch übrigens erstaunlich, dass Kumar buchstäblich Augenblicke nach dem Essen seiner Teufelsfrucht bereits deren Kräfte einsetzen konnte. Die unerwartete Wendung in diesem Kapitel mag für einige überraschend sein, aber sie bietet auch neue Möglichkeiten und Fragen für die Geschichte. Obwohl es das Ende von Kumars Beteiligung am God Valley-Vorfall bedeutet, wird dies höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wir noch länger auf den eigentlichen Kampf warten müssen. Dies ist jedoch typisch für One Piece, wo Überraschungen und unerwartete Entwicklungen an der Tagesordnung stehen. Die Zukunft von Kumar, Ivankov und Ginny bleibt ungewiss, aber es wird interessant sein zu sehen, wie sich ihre Geschichten weiterentwickeln. Der God Valley-Vorfall hat die Welt von One Piece nachhaltig verändert und es ist unwahrscheinlich, dass Rocks nach einem Kampf einfach aufgeben wird. Darüber hinaus haben sowohl Roger als auch Rocks Verbindung zum mysteriösen D-Clan, die natürlichen Feinde der Tenryubito, was Raum für viele Theorien und Spekulationen lässt. Wenn diese Geschehnisse dein Interesse ebenfalls geweckt haben, empfehle ich dir definitiv dieses Video. Bis dahin und wie immer, thanks for watching.